Leute, heute geht es mal um das Galaxy S9. Sollte es nicht eher um das S10 gehen, fragt ihr euch jetzt vielleicht, doch nicht ganz, denn statt 850 Euro am Marktstart kostet das Teil jetzt unter 500 Euro. Und das ist natürlich viel günstiger als das S10. Und jetzt mit dem neuen One UI Update habe ich mir die Frage gestellt, ob es sich im Jahr 2019 noch lohnt. Doch bevor es losgeht, ihr solltet auf jeden Fall diesen Kanal hier abonnieren, weil wenn ihr es nicht tut, dann ist das wie, als würdet ihr eine halbe Stunde durch den Supermarkt laufen, ohne etwas zu kaufen. Irgendwie merkwürdig. Beim Design sind Galaxy S8, S9 und sogar S10 echt ähnlich. Edel gewölbtes Glas vorne und hinten, ein schlanker Metallrahmen und die Kamera bzw. Dual-Kamera flach auf der Rückseite. Darunter ist der Fingerabdrucksensor und ganz ehrlich, der ist nicht der schnellste. Ich habe deswegen meist den intelligenten Gesichtsscan genutzt, der in schlechtem Licht auf eine Iriserkennung zurückgreifen kann. Es genügt, das Display anzumachen und wenige Momente später ist man auf dem Homescreen. Was man dem S9 nicht ansieht, aber im Notfall spürt, ist die verbesserte Wasserfestigkeit. Man kann es bei 1,50 Meter 30 Minuten liegen lassen, auch wenn ich das lieber nicht selbst ausprobieren würde. Und wenn wir schon von Sicherheit reden, ich empfehle eine Hülle wegen dem Glas und besser noch eine von RhinoShield. Dank dem patentierten Spezialkunststoff und Wabenmuster halten die nämlich Stürze auf mehrere Meter Höhe problemlos aus. Link dazu in der Beschreibung. Einen Kopfhöreranschluss gibt es auch noch, heutzutage eine echte Rarität, und obendrauf Dolby Atmos Stereo-Lautsprecher. Das ist zusammen mit dem 5,8 bzw. 6,2 Zoll großen Display natürlich genial zum Videos schauen. Ganz ohne ablenkende Notch, mit einer super scharfen Quad HD Plus Auflösung und, wie könnte ich das vergessen, der Edge. Das Display sieht aus wie ein Aufkleber, weil es sich zu den Seiten hin um das Gerät wölbt. Das hat zwar keinen praktischen Nutzen, aber macht halt einiges her. Samsungs Displays sind der Wahnsinn, und ob da jetzt oben und unten noch ein bisschen Rand oder keiner und dafür ein Loch im Display ist, dürfte vielen egal sein. Bei der Software gab es endlich das große Update auf Android 9 mit Samsungs neu entwickelter Benutzeroberfläche, One UI genannt. Es ist viel passiert. Zum einen wurden Elemente, die man sonst nur schwer mit dem Finger oben erreichen konnte, nach unten verlegt. Das Multitasking sieht jetzt anders aus und es gibt wie beim iPhone 10 eine Gestensteuerung. Man kann die Optik mit Themes weiterhin anpassen und mit Google Pay bezahlen. Unauffälliger sind die Änderungen bei der Akkulaufzeit. Die wurde ein wenig verbessert, aber ist leider immer noch nicht so gut wie erhofft. Wer gerade ein iPhone 7 oder so hat oder natürlich ein älteres Galaxy, der wird sich nicht beschweren können. Es stellt eine Verbesserung dar, aber ich bin gerade dank Huawei halt ein bisschen verwöhnt. Das S9 Plus hält nochmal länger als das normale. Beide können per Fast Charging in 30 Minuten auf 50% aufgeladen werden oder wireless auf einem passenden Pad. Die Performance hat vom Android 9 Update profitiert. Der Prozessor im Inneren ist derselbe Octa-Core-Chip wie im Note 9 und ihm stehen 4 im kleinen oder 6 GB Arbeitsspeicher im S9 Plus zur Seite. Diesen Unterschied merkt man leider im Alltag. Das S9 hält Apps weniger lang offen und hat manchmal kurze Denkpausen. Durch die umfangreiche Software hatte Samsung schon immer etwas Probleme, die Smartphones auf längere Zeit flott zu halten. Ein ähnlich teures OnePlus 6T ist von sowas nicht betroffen. Unter meinen Zuschauern gibt es viele Hardcore-Technik-Fans und für die ist das S9, so gemein das jetzt auch klingen mag, einfach keine Option. Aber ich kenne noch echt viele Leute, die ein S7 oder S8 benutzen und damit überhaupt gar keine Probleme haben. Es hängt immer damit zusammen, wie pingelig man ist und was man eben gewohnt war, bevor man das Handy gekauft hat. Wohingegen das S9 immer noch zur Spitzenklasse gehört, ist bei der Kamera. Diese hat 12 Megapixel und eine variable f1.5 bis 2.4er Blende. Bedeutet, selbst in schlechtem Licht sind noch sehr helle, rauscharme Fotos möglich und am Tag ist alles schön detailliert. Beim Plus-Modell gibt es noch einen zweifach verlustfreien Zoom und deswegen auch einen Porträtmodus. Beides habe ich kaum gebraucht. Ein Weitwinkel wäre da praktischer gewesen. Was ich bei Samsung echt mag, ist dieses einfach draufhalten und wissen, dass das Bild gut aussehen wird. Für den Preis gibt's einfach nichts Besseres. Also lohnt es sich jetzt noch? Für unter 500 Euro, was immer noch ein Haufen Geld ist, bekommt man hier am meisten Features geboten. Gar keine Frage. Allein das hochwertige Design mit Stereo-Lautsprechern, der Kopfhöreranschluss, erweiterbarer Speicher, ein unglaublich gutes Display, eine starke Kamera, Wireless Charging.
oh, die Liste ist so lang. Akkulaufzeit und Performance sind so ziemlich die einzigen Kritikpunkte, die dem Durchschnittsnutzer wahrscheinlich kaum auffallen werden, sondern hauptsächlich so Nerds wie mir. Das Galaxy S10 kann den Aufpreis von mehreren 100 Euro also nicht wirklich rechtfertigen. Klar, dünnere Displayränder, eine bessere Kamera und auch die bessere Performance sind gern gesehene Features, aber wenn es hart auf hart kommt, muss man eben sagen, ist das S9 nicht nur noch immer ein gutes Smartphone, sondern sogar inzwischen für den Preis ein echter Geheimtipp. Das war's von mir, macht's gut, bis bald, ciao!